Hi Leute, ich bin Janet vom Kanal GoTrip und ich erzähle euch heute was über die Frauenquote. Du hast die Macht. Was ist die Frauenquote eigentlich? Die Frauenquote ist die angestrebte Gleichstellung von Männern und Frauen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Okay. Und aus diesem Grund richtet man einfach mal eine Frauenquote ein. Das heißt, es soll eine gesetzliche Regelung eingeführt werden, die bestimmt, dass Frauen und Männer gleich behandelt werden? In welcher Zeit leben wir? Ich meine, stellt euch mal vor, ein Mann und eine Frau bewerben sich auf dieselbe Stelle. Der Mann hat bessere Qualifikationen, der Mann hat mehr Berufserfahrung und vielleicht sogar einen besseren Bildungsabschluss. Die Frau ist auch nicht schlecht, aber sie ist eben nur die zweitbeste. Und genau die wird genommen. Weil die Frau eine Frau ist? Ich meine, wie diskriminierend ist das denn? Also nicht für den Mann, sondern jetzt für die Frau. Die Frau wird aufgrund ihres Geschlechts auserwählt, einen Job auszuführen, für den sie vielleicht nur als Zweitbestes geeignet ist. Stellt euch mal vor, sie weiß, dass sie die Zweitbeste ist und genommen wurde, weil sie eine Frau ist. Ich meine, wie verarscht würde sich diese Frau dann fühlen? Also ich für meinen Teil würde mich total verarscht fühlen. Ich meine, was ist denn das für eine Diskriminierung? Im Endeffekt zählt einfach das Können. Und mit einer Frauenquote kannst du nicht das Können begründen. Ich meine, das geht einfach nicht. Ich meine, mir ist es relativ egal, ob in der leitenden Position ein Mann oder eine Frau sitzt. Der Grundgedanke ist ja, dass Frauen in ihrem Arbeitsleben irgendwann mal genauso viel verdienen wie Männer. Klar, wegen Emanzipation und so. Naja, immerhin würden dann die Statistiken wieder stimmen. Wenn Frauen besser bezahlt sind, kann man das dann wieder runterrechnen, dann hat man wieder einen passenden Durchschnitt und dann kann man nicht mehr sagen, dass Frauen schlechter bezahlt werden. Ganz schlau. Aber das sind so Sachen, die sich die Politik halt im Wahlkampf einfallen lässt, weil es gut klingt. Es klingt nach mehr Geld, es klingt nach mehr für Frauen, es klingt nach weniger für Männer. So viel von mir zum Thema. Was haltet ihr von der Frauenquote? Findet ihr sie gut? Findet ihr sie schlecht? Schreibt mir in die Kommentare, wie eure Meinung dazu ist. Ich finde es einfach nur diskriminierend. Ich weiß auch nicht. Wer lässt sich sowas einfallen? Schreibt es in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr das Video gerne teilen. So viel von mir. Ciao, Leute. Willkommen zum ersten Hiccup. Ich bin Sascha Hicks von den Drilling Hicks. Und ich erzähle euch in diesem Format ein wenig Geschichten über den Alltag